Das ist mein Problem. Wenn man schon ein paar Mal gesehen hat. Komm, nimm. Okay, wir brauchen noch keinen mehr, so wie es aussieht. Sieht aus ein bisschen wie Brokkoli. Also das, was daraus wächst. Irgend so ein Polygon-Ding. Ein bisschen früher 3 drücken, weil halt diese Kackverzögerung hier drin ist. Gut gemacht, mein Junge. Hier sind noch 2 Samen für den Rest des Weges. Oh, und nimm das hier mit, wenn du nichts dagegen hast. Das flog in meiner Tasche herum. Ja, ich weiß zwar nicht, was du für eine große Tasche hast, aber... Na gut. Ich weiß auch nicht, wo Spyro die immer tut. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Ja, dann komm, nimm. Ich will nicht so nah an den Abgrund dran. Hau mal die erstmal dahin. Nee. Das war falsch. Wir hauen den da oben hin. Das hat, glaube ich, nicht. Nee. Nur, dass er da oben hin muss, wenn wir den brauchen dann. Oh, leck mich doch fest. Fest vor allem, ja. Leck mich fest. Aha! Wollen wir eigentlich 2? Ach, da oben ist auch noch so ein Wachstumsding. Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt wollen wir den anderen Samen. Ach, Mann, ey. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Verzögerung durch den Grabber kommt. Ich glaube aber schon. Auf HD hat er keine Probleme, nur wenn das hier so... Das sind ja nur 480p. So, jetzt sind wir da. Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Oh, da ist Romeo. Du kannst das hier haben. Ich brauche es nicht mehr. Zwei Kulex da hinten. Ich habe mir gerade was zu trinken. Also was heißt geholt? Ich habe mir das aufgemacht, weil geholt stand schon hier. Und zwar schön Cola Light. Ah, schmeckt besser als Coca-Cola Zero. Und auf jeden Fall besser als Pepsi Zero, Pepsi Light. Pepsi Light ist echt das Schlimmste, was man trinken kann. Das Schlimme ist, meine Eltern kaufen das. Ja. Habt ihr noch was zu sagen?
Du hast mich wieder mit Julia vereint. Jetzt können wir unsere Flitterwochen in Götzenbach verbringen und die Götzen sehen. Ja, macht ihr mal. Na, ihr beiden, guckt mal hier runter. Na, hallo, Hans. Die heißen alle Hans. So, jetzt müssen wir die nur noch hier hochbringen. Ich hätte die so Okay, wer hat sich da hochgeglitscht? Nee, andere Richtung. Okay, er ist an der Raupe abgeprallt. Wenn ihr einfach mal hinterherlaufen würdet einem. Ich konnte gerade nicht reden. Hans! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Oh. Jetzt noch der letzte Hans. Wo läufst du denn hin, Hans? Nicht weglaufen, hallo. Nochmal. Ich bin beeindruckt. Du hast alle 7 Kulex für mich gefangen. Hier ist deine gerechte Belohnung. Hast du noch irgendwas zu sagen? Dann können wir das selber jetzt beenden. Auf. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Boah, schon fast eine Stunde, Alter. Es geht so schnell rum, die Zeit mit Spyro. Auf die Skillos-Einöde hätte ich jetzt keinen Bock. Deswegen machen wir... Ich habe gerade Blut im Kopf, aber das ist auch so ein Kack-Level. Ich sag mal, wir machen ein Zeit-Level. Also so ein Fluglevel. Gibt ja, glaube ich, 2 Stück hier. Und ich muss niesen. Es gibt hier rechts eins. Ne, das ist, glaube ich... Ist das ein Fluglevel? Metro-Ring. Nee. Nee. Das will ich nicht machen. Wir machen noch das eine... Fluglevel? Ich weiß, wie heißt denn das? Eisring oder so? Ja, Eisring ist es, glaube ich. Machen den fertig und dann werde ich aufhören, weil meine Nase schon mega zu ist. Ja, das ist gut. Das ist ein dunkles Level. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Level. Magna, irgendwas. Magna, Magma mit M. So. Eisring. Lustig, dass der ohne Bindestrich geschrieben ist und der Metro-Ring mit Bindestrich. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Leveln aussieht. Aber das kriegen wir hier schon hin. Das war nämlich früher mein Lieblingslevel. Also mein Lieblings... Scheiße. Fuck.
Ich glaube, da hinten. Irgendwo. Das wäre so eine gute Zeit geworden, ne? Da. Direkt auf dem ersten Versuch. So, gehen wir noch zu Jäger. Nein. Oh Gott, das wird. So. Gut gemacht, Spyro. Scheinbar bist du nun bereit für einen härteren Test. Wie wäre es mit Paragliding? Du hast doch keine Höhenangst, oder? Toll! Ich ziehe dich mit meinem Schneemobil und du musst dich durch die Ringe manövrieren. Lass keinen aus oder wir müssen von vorn anfangen. Durch Ringe fliegen 4 von 5 Sternen. Aber das wird direkt hinkriegen. Ich glaube nicht. Aber die Verzögerung wäre wahrscheinlich wieder einen Strich durchgerechnet worden. Wunderbar. Das ging ja mal fix. Unglaublich, Spyro. Du bist sogar besser als ich. So. Da das jetzt nicht wirklich lange gedauert hat, muss ich mir jetzt irgendein Level suchen, was wir noch machen können. Das Blöde sind jetzt alle Scheiße noch, die hier über sind. Also die dauern alle recht lang. Da ist so ein komisches Magma-Kegel, genau. Komisches Ding. Hier sind die... Ach, den können wir noch gar nicht richtig machen, Bruchhügel, weil da brauchen wir den Kopfstoß. Glut ist einfach ein mega assiges Level. Das geht aus Einöde. Und hier oben ist das mit dem Hund, das dauert auch so lange. Ich sag einfach mal, für hier jetzt, danke fürs Zuschauen. ich denke mal, vielleicht nehme ich heute sogar nochmal auf. Ich muss mal gucken. Irgendwann, wenn meine Nase mal wieder frei ist. Ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!